Servus und grüß euch zur Folge 73 von PC Billing Simulator bei meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, dann werden wir mit unserem Arbeits-PC starten am nächsten Tag. Dann werden wir mal die ganzen Sachen hier verräumen. Ich habe mich mal ein bisschen informiert beim letzten Mal, oder seit dem letzten Mal. Und bin jetzt mal mit dem Rechner gespannt, ob das Ganze hier funktioniert. Ich habe bei ein paar YouTube-Videos schlau gemacht. Und versucht einfach mal, da ist drin gestanden, also komplett, wenn man übertaktet, Kernspannung immer plus 20%. Wir müssen auf 2271 gehen mit dem Eimer. Jetzt möchte ich einen Test starten, ob das so funktioniert, weil wenn nicht, dann müssen wir noch was anderes Interessantes machen, was ich gesehen habe. Ich bin mal gespannt, ob das hier läuft jetzt. Meistens aber weg schon das Overtakten, also Dinge sind einige haben geschrieben, dass sie Overtaktungsaufträge grundsätzlich ablehnen, weil das scheinbar viel in der Realität ist, was da gemacht wird. Oh, das schaut doch gut aus. Also den Videografikern müssen es gut wegstecken, musst immer auf 120% 120 den Strom einstellen und dann sollte das Ganze passen und so wie es ausschaut, läuft das Ganze. Yeah, baby. Es läuft. Sehr schön. Nicht verzogen, YouTube-Fragen. So, dann da mal gleich mal das neue Gehäuse. Nehmen wir gleich mal. Dort Mutter auf den Tisch und bei dir damals gleich mal die defekten Teile erneuern. Das heißt die Hauptplatine. Kriege ich da gleich mal eine. Dann kriegst du auch dein Netzteil wieder verkaufen. Das bronzene. Nicht anstecken, mein Schatz, weil Power Supply halt drum was noch drüber. So, dann rüsten wir dir mal deine Komponenten wieder noch. Du kriegst deinen Speicher wieder. Du kriegst deine CPU wieder. Kriegst du noch eine Wärmeleitpaste drauf, deinen Lüfter, deine Grafikkarte, nicht die installieren, na. Muss die bloß so hineingelegt werden, oder? Yep. So, das müsste alles wieder sein von dem Eimer. Der kriegt rosa Kabel. So, gibt ihm offen Zucker, wird das kosten. Na schau. Und wieder ein zufriedener Kunde. Hoffentlich. Dann Abdeckung drüber. Na. Alles ist gut. Tutti kompletti, so. Gehen wir gleich beim nächsten Ausgang gleich mal vorbei und machen wir da mal auch wieder die beiden auf den Tisch. Da bauen wir jetzt gleich mal einen neuen PC.
Das muss alles runter. Das muss alles weg. Damit wir da einmal auf das Netzteil hinkommen. Dann kriegst du aber so ein schönes 450er. Da brauchen wir jetzt alles AMD bestückt. Hauptplatine kommt die rein. Den Bügel einmal aufmachen. Prozessoren. Wenn man so einen 1600X sogar kommt. Nein, also benutzt er gut. Flup. Die AMD-Variante. Wups. Ich wusste, ob der noch Kabel gestrahlt oder dazu oder gerade. Ganz einfach, 2 GB Speicher. Dem kleben wir da hinten dann eine 120er SSD dran. Eine Grafikkarte 390. Wird alles neu haben, gell? So, was nehmen wir denn jetzt da wieder für fiese Kabel her? Ach, grün. Giftgrüne Kabel. Alles anschnupseln. Tja, ja. Das Einzige, was ein Trick ist bei dem Gehäuse, wo man aufpassen muss. Ich habe letztes Mal schon gesagt, auf der Wärmeleitpaste ist kein Betriebssystem drauf. Was will der Kerl immer mit der Wärmeleitpaste installieren, gell? Der ist auch fertig. Na schau her. Das geht ja hier ganz einfach von der Hand. So. Das heißt, unsere ganzen Aufträge vom letzten Mal haben wir soweit alles abgeschlossen. Auch der mit dem Übertakten ist weg. Jetzt haben wir den vom Borland. Schauen wir mal, wenn wir da Strom drauf geben. Da geht schon mal wieder gar nichts. Machen wir nochmal die Seitendeckel gleich mal alle runter. Weg. Da ist noch eines. Netzteil, das ist schon mal kaputt. Das war ja fast klar. Immer noch nix. Ist in Ordnung. PC-Teile, das passt auch alles noch. Der i7 ist in Ordnung. Ja, bleibt eigentlich immer wieder. Gute alte Form und Frische. Das Mainboard übrig. Jetzt bauen wir mal die Festplatte auch gleich mal aus und schauen wir mal, ob die in Ordnung ist. Ach, gucken Sie mal an. Mainboard in Ordnung oder wie? Festplatte kaputt. Okay. So, das heißt, beim Borland ist ein ET750G defekt. Und bei der Festplatte eine Seagate 1TB. Das macht es jetzt in dem Sinne ein bisschen einfacher. Da haben wir jetzt gleich mal zum Teufel.
Jetzt können wir eigentlich wieder alles einbauen. Und einen Funktionstest mit einer anderen Festplatte machen. Dort gleich mal testen. Jetzt haben wir einen interessanten Zwischentest einmal machen. Nehmen wir blau, orange, lindgrün. Nein, nehmen wir einfach grün. Jetzt ist keine Festplatte drin, aber das sollte ja nichts machen. Der Rechner müsste ja starten, genau. Was er vorher nicht gemacht hat. So, das gehen wir jetzt gleich mal in den, in den Shop eine. Gehen wir zu den Netzteilen und suchen uns gleich mal ein 750 Silverstone-Netzteil. Und dann gehen wir zu den Festplatten. Die habe ich verkauft, gell? Eine Seagate 1 TB. So, dann haben wir das schon mal, dann wird das nicht vergessen. Dann gehen wir jetzt aber gleich noch her. Das will ich wieder haben. So kurz den Testnetzteil finde. Wenn wirklich mal einer eins innerhalb von einem Tag repariert haben will, dann haben wir da einmal das passende Netzteil da. Weil mehr wie 58 Watt habe ich bis jetzt noch nicht gesehen in dem Game. So. Heieiei, da schaut's aus wieder. Ich hoffe, das macht von euch auch jeder regelmäßig. Also, ich habe da schon Dinge ab und zu mal bei mir selber in der Werkstatt gehabt oder was, das war der Burner. Man wundert sich, dass ich der CPU-Lüfter noch gedreht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was da Staub drinnen war, das war Fantastico, muss man sagen. Also. Das Kabel will ich. Das muss auch weg. PC-Teile, da haben wir schon mal eins defekt wieder. Da hat ein defektes RM 700. Was machen die denn mit den ganzen Netzteilen? Was macht ihr denn mit den Sachen hier, Kinders? Diagnose stellen, reparieren. Da ist also noch mehr defekt. So. Schauen wir mal, Glück, wo wir Glück haben. Das ist mein Gangnam-Style, oh Gott. Können wir mal schauen, wie die Bilanz vom Jahresabschluss ist bei dem Herrn. Können wir gleich mal nachschauen, wie die Rechnung zahlen kann. So. Wo die Virus scannen, da ist nichts drauf. Ja doch. Hat was gefunden. So. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Strom aus. Man kann man jetzt natürlich ausliefern, aber ich schraube mir mein Netzteil da wieder aus. Und bestellen wir da auch wieder das gleiche noch. Würde ich mal sagen. Da. So. Das heißt, wir haben jetzt zwei Netzteile und eine Festplatte, dann haben wir die Aufträge schon mal soweit.
erledigt, dass wir die auch reparieren können. So. Dann können wir mal kassieren. Aber da wieder 5 Bongels. Den nächsten können wir kassieren. So, müssen wir jetzt unten noch schauen. Der ist noch in der Diagnose. Den können wir auch kassieren. Müssen doch 3 Rechner zum Kassieren sein. Die neue PC-Teile können wir uns einmal anschauen. Ein neues Mainboard. Be Quiet Pure, das sind alles Gehäuse. Das war ein Mausklick zu viel, aber das macht ja nichts. So. Das heißt, die 2 haben wir noch da, der Rest ist erledigt. Serviceangebot. Immer diese Werbungen, das ist furchtbar. So. Den Praktikanten gefeuert, aber den PC hat er mitgenommen. Oh Gott. So, da ist Daltry. Möchte ein neuer PC. Rot. Nimm rote Kabel, leider mir so. Gut, unter $750 mit Beleuchtung einfarbig 255. Das Gehäuse müsste doch eigentlich hart hinkommen. Und du hast auf Rot einstellen. Steht nichts drin hat. Gut, das heißt, wir nehmen das günstigste Grafikkärtchen eine, die wir am Lagerling haben. Platinen haben wir eh keine, CPUs dann nehmen wir auch die günstigste, die wir da haben, weil es eh egal ist. Das ist eine i irgendwas. Das kann sie haben, mein Sohn. So. Günstig, günstig, am günstigsten. Noch günstiger wie günstig. Preis aufsteigen, also. Günstigstes Gehäuse, günstigstes Netzteil. Gut, da haben wir eh 2 auf Lager, da können wir auch mal nicht hernehmen, weil es eh egal ist. Grafikkarte nehmen wir aus dem Lager. Speicher bestellen wir auch noch, weil es eh egal ist. Hauptplatine brauchen wir für Intel und nehmen alles günstigste, wieder was es gibt. Prozessorkühlung nehmen wir alles günstigste, was es gibt. CPU nehmen wir auf dem Lager, fertig. Warte mal, wir können uns noch eins machen. Gehen wir rein. Nimm das Gehäuse wieder weg. Weil ich glaube, mein Lieblingsgehäuse hat nämlich RGB-Beleuchtung. Die anderen haben es nämlich nicht. So was. 50, 60. Jetzt schauen wir uns das Deep Cool mal an, würde ich sagen. Das da. Und dann gehen wir noch ganz kurz zur Prozessorkühlung rein. Und schauen wir mal, wo der günstigste ist. Auch mit Pro RGB-Beleuchtung. Dann nehmen wir nämlich den. Dann sollte man vielleicht ein bisschen auf der sicheren Seite sein mit seinem Farbwunsch. Das heißt, den normalen Term eine Tonne. Also 419 Euro, das schaut doch gut aus, da die so. Wobei da die Teile für den anderen schon dabei sind. Wir haben ein Gehäuse. Das Mainboard hat er mir nicht genommen. Das Mainboard hat er nicht genommen. Wir haben ein Gehäuse. Mainboard. CPU nehmen wir vom Lager, Kühler haben wir, Speicher haben wir, Netzteil haben wir. Grafikkarten kriegt auch vom Lager, Festplatte nehmen wir auch vom Lager. Das sieht doch gut aus, her damit. PC, oh Gott, geht die schon wieder.
Also einen probiere ich jetzt noch. Außer der hat wieder so. Na. Na. Wenn ein Zeitplan dabei ist, dann schmeiße ich den weg, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, dann gerne, aber alles, was so im Ding ist, kommt weg. Den nehmen wir uns auch an. Haben wir irgendeine Aufträge oder so? Das technische L. Football Manager 2017 in der Mindestanforderung. Was haben wir denn da? Will it run Fußball? Manager, Football Manager, oder? Football Manager, ja, Football Manager. In der Mindestanforderung. 2 GB, steht da irgendwas von Neuteilen? Seagate möchte auf alle Fälle haben. Ein G4400 und eine GTX 750 Ti. Gut, naja, auch das ist möglich. Braucht jetzt auch nichts Großartiges zum Stellen. Auch wieder unser Vampirik Netzteile. Nehmen wir auch wieder für ein Budget. Ach, nur genügend. Zack. Seagate, zack, Grafikkarte, eine 750 Ti. Zack, Speicher brauchen wir 2 GB, zack, Hauptplatine für ein Intel CPUchen, zack, Prozessorkühlung, zack. Einen G4400. Zack, fertig. Ziegelplatten, Netzteil, Lüfter, CPU, Vampirik, 2 MTechs. Das müsste doch passen, also. So. Dann können wir das auch nehmen. Whiteboard am Transportweg, Whiteboard. Da haben wir die Ersatzteile bestellt. Das müsste also auch alles passen. Das heißt, wir hätten die Ersatzteile denn bestellt, wenn wir denn im Shop auch auf Bestellen drücken beim Warenkorb. Liebe Bastelstube. So. Ja, ohne Kofen ist da nichts viel los. So. Das Licht geht aus. Wir machen uns nach Haus. So. In diesem Sinne, einen schönen Feierabend wünsche ich. Bis morgen in der nächsten, am nächsten Werkstatt-Arbeitstag. Wann haben wir denn eigentlich wieder Wochenende? Ja, wir sind mitten in der Woche. Weekend ist noch ein bisschen in weiter Ferne oder sowas. Also, dann machen wir uns morgen wieder an die Arbeit. Servus und pfiat euch.